Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht es um Selbstvertrauen, deinen Selbstwert und die Eigenliebe. Und heute geht es um den letzten Neumond in diesem Jahr. Wir bewegen uns hin zu den Rauhnächten, dieser Zeit zwischen den Jahren, die so eine ganz besondere Zeit einläutet. Und da möchte ich dich heute einladen, deine 13 Wünsche für das kommende Jahr zu finden. Und zumindest dem einen oder anderen näher zu kommen. Beim Neumond haben wir immer die Möglichkeit, uns so neu auszurichten. Und das machen wir jetzt. Bitte mach das nur, wenn du nicht gerade mit deinem Auto fährst. Dann schließ doch bitte deine Augen und ich werde jetzt dann meine Klangschale anstimmen. Ich hoffe, dass ich das so mache, dass es sich angenehm für dich anhört. Atme tief ein. Halte den Atem, halt ihn. Und atme aus. Leg eine Hand auf dein Herz. Und dann spür, wie es so war, dieses Jahr 2022 für dich. Und vielleicht kennst du die Übung mit dem Lebensrad. Da sieht man sich so unterschiedliche Bereiche im Leben an. Und wie es da für einen gelaufen ist. Und ich möchte jetzt einige dieser Aspekte herausgreifen. Und du gehst dann in dich, was du in diesem Bereich des Lebens gerne verändern würdest. Wir beginnen mit dem Thema Gesundheit und gesunder Körper und Geist. Was gibt es dort, das du gerne anders hättest? Und was betrifft es? Vielleicht ist das, wie du dich ernährst, welchen Sport du machst. Du weißt, was dich wirklich nährt. Dann gehen wir im Rad des Lebens zum Punkt Spiritualität oder Verbindung zum Göttlichen und zur Mutter Erde. Hast
du ein gutes Verhältnis zum Göttlichen? Gibt es Bereiche, in denen du noch gerne etwas dazulernen möchtest? Gehst du in Kontakt zum Göttlichen? Und dann weiter auf dem Lebensrad. Gehen wir zu deinem Beruf, deinem Business. Wie gut geht es dir in diesem Bereich? Fühlst du dich wohl in dem, was du tust? Oder ruft es nach Veränderung? Gehen zum Bereich Partnerschaft. Bist du in einer Partnerschaft, in der es dir gut geht? Bist du bereit für einen Partner, der zu dir passt? Kannst du deine jetzige Partnerschaft verbessern? Wenn dir etwas fehlt in deiner Partnerschaft, weiß dein Partner darüber Bescheid? Der nächste Punkt sind Freundschaften. Hast du gute Freunde? Fühlst du dich wohl mit ihnen und sie sich mit dir? Vertraust du? Wenn du gerne neue Freunde dazu hättest, öffne dich neuen Freundschaften. Und wir gehen zu unserem letzten Punkt, der Eigenliebe. Liebst du dich? Genau so, wie du jetzt bist? Nicht erst, wenn du
diesen oder jenen Punkt zur totalen Perfektion verändert haben solltest, sondern jetzt, genau so wie du bist. Wie kannst du dir deine Eigenliebe zeigen im Alltag? Was gibt es für Möglichkeiten? Sorgst du gut für dich? Mit diesem kurzen Blick auf deinen Lebensrat haben wir jetzt so ein bisschen was aufgewirbelt und dir schwirrt vielleicht das ein oder andere im Herzen herum. Dann atme nochmal tief ein und wieder aus. Und stell dir vor, dass du dich drehst und ich beginne nun, die Klangschale anzuschlagen. Diese Klangschale und ihre wundervolle, wundervolle Musik, die hilft uns nun dabei. Jenen Kontakt zu finden zu dem, was uns ausmacht. Und zu dem, was du verändern möchtest im nächsten Jahr. Und wenn du gleich nachher anfängst, deine Wünsche für das kommende Jahr aufzuschreiben, dann wird es dir ganz leicht fallen. Du weißt, dass die Neumondin den Raum bereitet und weit macht, ganz weit, für dich und deine Wünsche. Und du erlaubst dir zu wünschen, spielerisch wie ein Kind. Jene Wünsche niederzuschreiben, dich zu trauen, dir zu vertrauen und dem Zauber um dich herum zu vertrauen. Erlaube dir, deine Herzenswünsche aufzuschreiben, auch wenn du vielleicht den einen oder anderen für total wagemutig hältst. Dann komm hierher zurück, bedanke dich bei den Klängen, bei Mutter Erde und dem Göttlichen, bei deinem Herzen und der Kraft der neuen Mondin. Du spürst deine Füße auf dem Boden, deinen Po auf der Unterlage, du kannst dich recken und strecken und dehnen, kommst hier an, ausgeruht und entspannt, wie nach einem kleinen Schläfchen. Also zur Vorgehensweise. Ich werde hier unten was verlinken, wo du es auch noch mal so ein bisschen nachlesen kannst. An sich ist diese Zeit
vor dem Beginn der Rauhnächte so ein bisschen, dass du ausmistest und sauber machst und Dinge, die du ausgeliehen hast, dass du die zurückgibst oder Rechnungen bezahlst, also dass du alles so ins Lot bringst, ins Reine. Und nun zu deinen Wünschen. Die schreibst du dir einfach auf einen Zettel. Die habe ich jetzt natürlich da drüben liegen. Also du schreibst dir deinen Wunsch auf einen Zettel und dann schaust du, dass dieser Wunsch positiv formuliert ist. Also ohne, kein, nicht, das alles. Ohne, nicht, nicht, kein, kein. Also, das beschreiben, was du willst. Und genau beschreiben. Und so, dass du dann auch so ein Gefühl damit verbindest. Und achte wirklich sehr darauf, wie du das formulierst. Ich habe mir mal einen Partner gewünscht, von dem ich viel lernen kann. Und den habe ich sowas von bekommen. Ich habe viel gelernt und ich würde nie wieder so einen Wunsch aussprechen. Also, achte genau auf deine Wortwahl und dann falte diese Zettel und leg sie in ein Gefäß, ein schönes. Ich persönlich lege die in einen Umschlag, weil ich bin dieses Jahr im Urlaub für einige dieser Rauhnächte und werde dann eben mein Notizbuch für die Rauhnächte dabei haben und habe da dann in einem Umschlag die ganzen Zettel. Und jede der Rauhnächte, das sind 12 Rauhnächte, und jede Nacht wird einer verbrannt. Du schaust natürlich nicht, was das jetzt für einer ist. Und dann verbrennst du diesen Zettel. Das sind 12 Rauhnächte und 13 Wünsche schreibst du auch. Also es bleibt einer übrig. Und den guckst du dir dann am Ende der Rauhnächte an. Und das ist der Wunsch, um den du dich selbst kümmern darfst. Ich wünsche dir da ganz viel Freude damit. Geh es wirklich spielerisch an. Das ist nicht so eine bierernste Sache. Das darf total viel Freude machen und soll es sogar. Also, das ist eine unglaublich schöne Sache und ich mache es dann so, dass ich da eben jeden Tag was drüber schreibe und so bestimmte Fragen beantworte. Wie gesagt, ich werde das hier verlinken, ich werde einen Blogartikel dazu machen. Und dann hast du die Möglichkeit, da viel über dich selbst zu lernen und das Jahr anders zu beginnen und so zauberhaft zu starten. Und ich werde es im nächsten Jahr so machen, dass ich jeden Monat mir auch noch Gedanken über das Thema dieses Monats machen werde. Ich gucke dann, was habe ich mir in der Rauhnacht aufgeschrieben
Und ich habe richtig, richtig Lust drauf. Ich glaube, das wird toll. Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit. Großartige Feiertage, dass du Ruhe findest und Zeit für die Innenschau. Dass du eine wirklich tolle, tolle Zeit verbringst mit deinen Lieben und alles Gute für dich. Danke, dass du hier bist.